Alarmierender Vorschlag. Dienstpflicht für Rentner geplant. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 24. Juni 2024 ging ein Vorschlag durch den Äther des Internets, da hat es mir fast die Beine weggehauen. Und zwar hat die ehemalige Bundesfamilienministerin Christina Schröder von der CDU doch tatsächlich den Vorschlag gemacht, ein soziales Pflichtjahr für Rentner einzuführen. Das wäre doch ganz wichtig, Ältere zum Dienst an der Gesellschaft heranzuziehen. Wenn wir das schon für Jüngere machen und darüber diskutieren, meine Damen und Herren, dann können wir das ja für Ältere gleich mitmachen. Das hat sie wirklich so gesagt. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist unglaublich, was diese Frau hier für einen Vorschlag gemacht hat. Es wäre also wichtig, dass Babyboomer, Rentner, diese Generation auch ein soziales Jahr im Alter macht und ihren Dienst an der Allgemeinheit erbringt. Nicht genug, dass sie vielleicht schon 35, 40, 45, 50 Jahre gearbeitet haben. Nein, sie müssen dann im Ruhestand auch noch ein freiwilliges, soziales oder wie auch immer ein Pflichtjahr machen und ihren Dienst sozusagen dann an der Gesellschaft tun. Ja, meine Damen und Herren, was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Was halten Sie von dieser Idee, von dieser ehemaligen Bundesfamilienministerin? Und können wir da noch oben eins draufsetzen? Wollen wir denn nicht gleich auch noch für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland noch ein Jahr Waffendienst mit hinterher schieben, sodass wir dann auch noch mit 90 oder mit 100 in den Schützengräben liegen können und unser Land verteidigen. Also meine Damen und Herren, ich finde das einfach nur noch schäbig, solche Vorschläge. Wo kommen wir da eigentlich hin, dass wir unsere ältere Generation, die für unseren Wohlstand geschuftet hat, auch noch in eine Dienstverpflichtung bringen für ein entsprechendes Pflichtjahr, meine Damen und Herren. Oftmals haben ja die Leute auch schon früher in der DDR oder jetzt auch in der Bundesrepublik Deutschland, in der alten Bundesrepublik, Wehrdienst gemacht, haben freiwilliges soziales Jahr gemacht, haben viele Dinge gemacht, haben ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt, üben die auch heute noch aus. Wollen wir das wirklich? Wollen wir das unserer älteren Gesellschaft wirklich zumuten? Ich finde, das ist ein grottenschlechter Vorschlag und gehört in den Müllcontainer der vielen Vorschläge, die wir dort öfters zu hören und zu sehen bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.